Liebe Brüder und Schwestern, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Ist das nicht gerade heutzutage eine besonders aktuelle Mahnung? Sind nicht gerade wir heute besonders versucht, mehr dem Geld nachzulaufen, mehr dem Geld, dem Besitz, dem Materiellen zu dienen als Gott? Ja, wie schnell wird der materielle Besitz, das Geld zum Götzen? Wie schnell verdrängt dieser Götze den Platz, der nur Gott zusteht? Ja, wir können nicht beiden dienen. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Gott, dem wir unser Leben verdanken. Wie schnell, wie leicht vergessen wir darauf, dass es einen Schöpfer gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns das Leben geschenkt hat, aber der uns nicht alleine lässt, sondern der in jedem Augenblick in unserer Nähe ist, auf uns schaut, der uns anblickt mit dem Blick der Liebe, weil er unser Vater ist. Wenn wir uns zu sehr hineinziehen lassen, von den irdischen Dingen in Beschlag nehmen lassen, gefangen nehmen lassen, von diesem Jagen nach dem Geld, nach Reichtum, nach irdischem Besitz, dann werden wir blind in unserem Herzen. Dann erkennen wir allmählich nicht mehr, was wirklich wichtig ist, wem wir unser Leben verdanken und dass wir wirklich einen guten Vater haben, einen Vater im Himmel, und dass wir hier auf der Erde nur sozusagen auf der Durchreise sind. Unsere wahre Heimat ist bei Gott im Himmel. So ist es wirklich töricht, wenn wir unser Herz an die materiellen Dinge hängen, wenn wir sie so in Besitz nehmen, dass wir unfrei werden, Sklaven der Dinge, des Geldes. Nein, wir sollen nicht Sklaven sein. Wir sollen nicht die Narren sein am Ende unseres Lebens, weil wir ja nichts mitnehmen können. Ist das nicht wirklich verrückt? Was können wir mitnehmen in der Stunde des Todes, hinüber in die Ewigkeit? Wir müssen einmal alles zurücklassen. Was bleibt, ist letztlich nur dieses Vertrauen zu Gott. Ja, ist die Liebe, die wir einander erwiesen haben, die Barmherzigkeit, die wir einander geschenkt haben, die guten Werke, das Wohlwollen, die Güte, die Hingabe, ja, das, was unser Herz reich macht, was unsere Beziehungen festigt, schön macht, ja, was schon in unseren Beziehungen ein Stück Himmel auf Erden schafft, was uns ein wenig ahnen lässt, was uns erwartet in der Ewigkeit. Ja, aber dort, wo die Liebe ist, wo die Liebe wohnt, da wohnt wirklich Gott. Es ist eine einfache Wahrheit, aber ist wirklich immer wieder neu erfahrbar. Was nützen uns alle irdischen Reichtümer, wenn unser Herz kalt und hart ist, wenn wir keine Liebe im Herzen haben? Ja, dann sind wir wirklich arm, dann sind wir wirklich elend, dann sind wir jetzt schon tot. Die Liebe ist unser Leben. Die Liebe bleibt für die Ewigkeit. Die Liebe ist Gott selbst. Und wenn wir sie in unserem Herzen bewahren, wenn wir sie wachsen lassen durch die Gnade Jesu, ja, dann beginnt schon Auferstehung, beginnt schon der Himmel,
das Reich Gottes in uns, dann breitet sich durch uns das Reich Gottes aus. Nein, wir brauchen nicht ängstlich besorgt sein um unser Leben, weil wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel. Das soll aber nicht heißen, dass wir einfach alles laufen lassen, dass wir uns um nichts kümmern müssen, sondern wir brauchen einfach dieses Vertrauen, dass Gott mit uns ist, dass er weiß, was wir brauchen. Aber wir sollen die wesentlichen, die wichtigsten Dinge im Leben nicht aus den Augen verlieren. Nämlich diese Gemeinschaft mit Gott, dass wir diese Gnade der Erlösung in uns bewahren, die der Vater uns geschenkt hat in seinem Sohn Jesus. Ja, Jesus möchte uns mit seinem göttlichen Leben erfüllen. Er schenkt sich uns in der heiligen Kommunion, im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Er öffnet sozusagen immer wieder neu die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, damit wir im Glauben stark werden, damit wir diese ängstliche Besorgtheit überwinden, die oft zur Versuchung, ja zum Irrweg wird. Gott erhält das Leben, er schenkt es immer wieder neu, gerade jetzt, wenn der Frühling so erwacht in der Natur, kann man das bestaunen, bewundern. In den ersten Frühlingsblumen, wenn die Vögel zu singen beginnen, sie verkünden uns die Güte, die Liebe, die Macht und Herrlichkeit Gottes. Ja, lassen wir uns neu erfüllen vom Geist des Herrn. Lassen wir uns stärken im Glauben und richten wir unser Leben wieder neu aus auf Gott. Lassen wir alles beiseite, was uns daran hindert, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen und seine Liebe zu bezeugen. Amen.